Hallo, Hallöchen zu einem neuen Aufgebraucht und Plattgemacht Video mit mir. Es ist Beauty und ein bisschen Lifestyle und wenn ihr Bock auf das Video habt, bleibt unbedingt dran. Wie immer fasse ich random in meine Tasche und zeige euch, was ich aufgebraucht habe. Es sind einige alte Lieblinge dabei, es sind ein paar interessante Sachen dabei, ich erzähle es euch einfach. Wir starten mit einem Oldie but a Goodie, und zwar dem Garnier Olia Samtbraun, also der Haarfarbe. Die benutze ich seit einem halben, dreiviertel Jahr ungefähr. Bin sehr zufrieden damit. Garnier ist tierversuchsfrei. Die Farbe reizt meine Kopfhaut nicht. Sie deckt, ich würde sagen, so ungefähr 90-95% ab. 100% Grauabdeckung finde ich bei mir jetzt nicht. Also das nimmt meine Haare nicht 100% an, aber ich bin absolut zufrieden und ja, die letzte Farbe ist jetzt zwei Wochen her ungefähr und ich mag, dass die Farben so satt sind, also so, man kann sich drauf verlassen und sie sehen wirklich auch 4 Wochen auf jeden Fall schön aus und dann verblassen sie langsam so ein bisschen, aber das finde ich ganz normal. Hier steht bis zu 100% Grauabdeckung, langanhaltende Farbe voller Glanz, verbessert die sichtbare Haarqualität, optimaler Komfort für die Kopfhaut. Genau, ich mag sie, deswegen kaufe ich sie immer wieder nach. Jetzt habe ich etwas, was ich super, super eklig fand, und zwar von Bad Heilbrunner den Kräutertee Einschlaftee mit Melatonin. Ganz furchtbar, tassenfertig, das ist so ein Extrakt, das heißt, ihr habt keinen Teebeutel oder losen Tee, sondern ihr habt so ein Pulver, das ihr in Wasser auflöst und es stinkt, es schmeckt nicht und hat mir auch nicht beim Einschlafen geholfen. Ich habe es trotzdem leer getrunken, weil ganz billig war das jetzt nicht, also hat jetzt nicht nur 99 Cent oder so gekostet und ja, trinken ist ja grundsätzlich immer gut, aber ja, hat mich jetzt tatsächlich nicht überzeugen können und das werde ich auch nicht nochmal nachkaufen. Maske, Sheetmaske, ja, diese drei Sheetmasken habe ich aufgebraucht, zweimal von Dalta, meine absolut liebste Hydrolift Face Care Sheetmaske. Ich benutze die immer zweimal, habe ich schon ein paar Mal gesagt, diese Maske ist in einem Netz. Und dieses Netz ist vor der Maske, hinter der Maske und ich lege es nach einer Anwendung, ich lasse die ungefähr 20 Minuten liegen, lege ich sie wieder auf ein Netz, falte sie vorsichtig zusammen und verwende sie dann ein paar Tage später nochmal. Bin sehr zufrieden damit, es gibt einen ganz, ganz tollen Soforteffekt mit, wo steht es hier, 16% geringere Faltentiefe nach nur 15 Minuten, das weiß ich jetzt nicht, weil ich habe hauptsächlich um die Augen ziemlich starke Krähenfüße, aber sonst im Gesicht nicht so super viele Falten. Aber ja, ich mag die super gerne und würde sie auch, wenn ich keine Kooperation mit Dalton hätte, würde ich sie immer wieder nachkaufen, weil ich sie total liebe. Und die hier ist von Current Body. Ich habe von denen diese LED-Maske und ich verwende die auch in Verbindung mit der LED-Maske. Die ist so ein ganz, ganz, ganz dünnes Gelatine-Material, also wirklich sehr dünn, sehr fragil, es reißt sehr schnell, kann man auch nur einmal benutzen. Ich finde die tatsächlich nicht so gut. Genau, also die werde ich mir nicht nachkaufen, wenn ich die aufgebraucht habe. Ich glaube, 2 oder 3 habe ich noch. Ich sehe auch tatsächlich keinen großen Unterschied, ob ich die mit einem Serum verwende, also die Maske, oder eben mit dieser Maske, also mit dieser Gelmaske. Deswegen, ja, wenn die ein bisschen stabiler wäre, glaube ich, würde die mir mehr Freude machen. Aber sie muss natürlich super dünn sein, damit die LED-Strahlen auch durch diese Maske durchgehen. Das wird mit einer Stoffsheet-Maske nicht funktionieren. Aber ja, der Effekt ist ganz schön, aber die Anwendung ist nervig, eben weil sie in 9 von 10 Fällen einfach zerreißt. Dann habe ich aufgebraucht von Isana Isana Professional, das Ansatz-Kaschierspray. Damit strecke ich öfter nochmal, wenn ich noch nicht sofort nachfärben möchte, die Ansatz-Nachfärbe-Geschichte. Ich finde, das funktioniert sehr gut. Es juckt nicht auf der Kopfhaut. Es färbt auch nicht super lange ab. Also man muss schon, ich lege mir immer den Stiel von meinem Stielkamm auf den Scheitel und sprühe dann, damit ich nicht die Kopfhaut
besprühe. Ihr versteht schon, was ich meine. Genau, und damit kann man auf jeden Fall nochmal ein paar Tage bis 2 Wochen, würde ich sagen, auf jeden Fall kaschieren. Hier steht dunkelbraun, ihr seht, ich habe keine dunkelbraunen Haare, sie sind mittelbraun, hellbraun bis mittelbraun. Aber es funktioniert ganz hervorragend. Ich bin sehr zufrieden damit und werde das immer nachkaufen. Genau wie von Isana, den Augen-Make-up-Entferner ölhaltig, den finde ich auch sehr, sehr gut. Pflegend mit Aloe Vera und Ginkgo. Ich kaufe den immer im Angebot bei Rossmann, wenn er für 99 Cent zu bekommen ist. Und sonst kostet der regulär, glaube ich, 1,49. Und dann nehme ich auch gerne mal 2 Flaschen mit. Ich habe es immer hier, gerade mit einer hochwertigen Mascara, die halt nicht mit ein bisschen Wasser direkt abgeht, finde ich, ist das super gutes Zeug. Und ja, es reizt meine Unteraugenpartie nicht, es trocknet nicht total aus. Aber natürlich gehe ich auch hinterher nochmal mit einem Make-up-Reiniger, also Augen-Make-up-Entferner, Wattepads kurz einwirken lassen, links, rechts wischeln, weg. Und dann nochmal mit meinem ölhaltigen Augen-Make-up, Gesichts-Make-up-Entferner und dann hinterher nochmal Schaumcleanser. Also ich bin schon sehr, sehr gründlich in meiner Reinigung, einfach weil ich möchte, dass meine Haut lang schön ist und da nicht irgendein Mist zurückbleibt und Pickel auslöst oder ja. Genau, aber den finde ich wirklich, wirklich gut, vor allem für das kleine Geld und tiefersuchsfrei. Was haben wir denn hier noch? Buttypads, das sind die besten von Cien. Cien ist von Lidl, die kaufe ich immer wieder nach. Und sogar Kosmetika oder meine Augenbrauenfee benutzen die, weil die einfach sehr schön und sehr stabil sind. Aufgebraucht, ich weiß nicht, was der Karton hier drin macht. Aufgebraucht habe ich von Dalton die Extreme Lift Augencreme. Die benutze ich immer nachts. Also gerne öfter auch mal diese Drops von Beauty Mates und dann diese Extreme Lift Creme darüber. Der absolute, wie soll ich das sagen, Kick. Also es sorgt wirklich dafür, dass hier alles nett aussieht, nicht spannend, keine Trockenheitsfältchen sind. Ich finde die super. Ich benutze die jetzt auch schon seit Ewigkeiten und es war eine Flasche davon im Adventskalender, ne? Und das finde ich, lohnt sich schon mal. Ich glaube, dieses Cremchen kostet 50 oder 60 Euro inzwischen. Natürlich nicht, wenn ihr über meinen Code einkauft. Ich werde übrigens demnächst wieder einen bekommen. Dauert nicht mehr lange. Dann spart man natürlich immer ein paar Prozentlichen, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine kostspielige Augencreme. Aber ich merke einen Unterschied, ob ich sie benutze oder nicht. Und da gilt bei mir auch nicht oder kann bei mir auch nicht das Argument gelten, wieso eine reichhaltige Gesichtscreme reicht doch unter den Augen. Ich merke einen Unterschied. Von Dalton habe ich außerdem aufgebraucht die Bright Perfection. Das ist ein Serum gegen Pigmentflecken. Und es sorgt wirklich dafür, dass die Ränder von stärkeren Pigmentflecken so ein bisschen weicher werden. Es entfernt bei mir die Pigmentflecken nicht komplett, also dafür sind es einfach wahrscheinlich auch inzwischen zu viele, aber es macht die Ränder weicher und sorgt einfach auch dafür, dass so helle Pigmentflecken, die vielleicht gerade so im Entstehen sind, gar nicht erst entstehen bzw. bestehen bleiben. Ja, ich mag das sehr, sehr gerne und ist aufgebraucht. Genau wie von, langsam wird es auch langweilig, glaube ich, von Dalton die Face Care Push-Up-Effekt. Face Care und Push-Up-Effekt ist witzig. Hals- und Dekolleté-Creme, ich liebe sie. Ich finde es so schön, wie die Haut sich in diesem Bereich anfühlt, wenn ich die benutze. Und ja, ist natürlich auch schon wieder in Gebrauch. Ich finde die großartig. Habe ich aufgebraucht. Oh Gott, wie dekadent. Viermal die Dalton Hydro Gel Augenpads. Ich liebe sie, Sofort-Effekt. Die Haut um die Augen herum sieht direkt nach der Anwendung. Und ich lasse sie wirklich nicht nur die 10-15 Minuten liegen, sondern ich lasse sie auf jeden Fall auch schon mal eine halbe Stunde liegen, bis ich das Gefühl habe, sie wird langsam trocken. Mit Plankton und Rotalge, Hyaluronsäure und Panthenol. Und auch hier soll die Faltentiefe um 16% reduziert werden. Und ich würde sagen, das kann ich unterschreiben. Also man hat einen Sofort-Effekt, wenn ich die Maske angewendet habe, sieht die Unteraugenpartie wirklich deutlich straffer und jünger aus. Ich liebe sie. Und ja, 4 Stück sprechen dafür, würde ich sagen.
Ich habe außerdem von Dragon's Blood, von Rodile Dragon's Blood, die Eye Mask verwendet und die mochte ich tatsächlich nicht so gerne. Die hat jetzt auch nicht gemacht, dass irgendwas brannte oder so, aber die hat sich irgendwie nicht komfortabel angefühlt. Ich weiß auch nicht, die war nicht, fand ich nicht schön. Fand ich nicht schön. Die Puffing Biocellulose Eye Mask, und das war wirklich so ein Stöffchen und ich hatte das Gefühl, das hat sich so richtig in die Haut gefressen, trotzdem ich es nicht so lange liegen lassen habe. Hier steht 20 bis 30 Minuten, ich würde sagen 20 Minuten hat es gelegen, was sehr unangenehm ist, hinterher abzuziehen, quasi wie so Tesafilm. Und ja, würde ich nicht nachkaufen, war in einem der Adventskalender, glaube ich, drin oder in irgendeiner Box. Das weiß ich nicht mehr so genau. Leer ist von Rituals, das Ritual of Sakura Body Mist, wird auf jeden Fall demnächst mal nachgekauft, weil ich es sehr, sehr mag und auch schon wieder vermisse. Ich habe schon ganz oft nachgekauft, ich finde es großartig, wenn es ein Parfüm davon gäbe, würde ich es kaufen. Und ich hatte mir letztes Jahr von Rituals ein Parfüm gekauft, das auch aus dieser Reihe sein sollte, so hat es mir auf jeden Fall die Verkäuferin gesagt, aber nein, kein Vergleich. Ja, und dann haben wir als letztes noch einmal das Care Hemp Calm Whey, also einmal Hanf-Gummies, die viele Health Benefits haben sollen, habe ich jeden Tag 2 Stück von genommen und ja, einmal täglich 2 Hanf-Gummies und ich habe leider vergessen, wofür es gut sein soll, aber es ist mit Süßholz und Hanfextrakt und als letztes einen Augenbrauenstift von Catrice, der Ultra Slimetic Precise in Dark. Das war mein kleines Aufgebraucht und Platt gemacht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schaut gerne wieder rein bei meinem nächsten Video. Abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch wiederzusehen und sage bis dahin Dankeschön und auf Wiedersehen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Tschüss!